Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Part Nummer 10 Zombie World 2 auf der Nintendo Switch natürlich wieder. Ja, wir machen natürlich an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, wir sind ja hier jetzt oben im Uhrenturm auf jeden Fall angekommen, haben hier gespeichert und so. Wenn man nochmal kurz runterschaut, hier ist ja die E2-Ebene. Ja, sind hier direkt hoch und ich würde sagen, wir schauen natürlich auch direkt hier hoch und sehen jetzt sogar, wie der Boss ganz aussieht. Wir haben ja gestern kurz, ganz kurz ein Stück hochgeschaut und zur Hälfte hatten wir ihn, glaube ich, irgendwie gesehen, die Beine von ihm und so. Was haben wir hier noch so? Ist hier irgendwas versteckt? Ich glaube eher nicht, oder? Und natürlich erstmal, doch hier haben wir was. Unzählige Bücher über das Himmelsreich und seine Geschichte, okay. Aber sonst, Truhe sehe ich jetzt auch nicht auf der linken Seite und so. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir direkt mal hier zu ihm hin. Ich denke mal, das ist ein Boss, so. Seht mal, dieser Paradiesvogel ist ja riesig. Ja, und er scheint sich hier erfolgreich Eigennisse zu haben. Scheinbar brütet er gerade Eier aus. Ich will ja keine Panik verbreiten, aber er sieht nicht sonderlich erfreut über unseren Besuch aus. Kein Wunder, das Vieh will ja auch nur die Eier beschützen. Aber ob wir ihn wirklich besiegen, da fehlt glaube ich ein Wort, ne? Aber müssen wir ihn wirklich besiegen? Okay, ich habe das jetzt falsch gelesen, glaube ich. Ich meine eigentlich sollen wir doch nur Zombies besiegen. Und dieser Vogel tut uns doch eigentlich nichts, er will nur seine Kinder beschützen. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen dabei, aber ich fürchte, wenn wir die Schlosswachen überzeugen wollen, haben wir keine andere Wahl. Zum Umkehren ist es jetzt ohnehin zu spät. Der Vogel hat uns bereits im Visier. Ich fürchte, du hast recht. Bitte verzeih uns, großer Paradiesvogel. Aber du musst umziehen. Bringen wir es hinter uns. Ich denke mal, der wird bestimmt wieder krass, oder? So wie die anderen letzten Bosse. Ja, ist auf jeden Fall anscheinend Boss. Sieht schon mal sehr cool aus, auf jeden Fall. Ich würde sagen, zuerst die beiden normalen, ja, Vögel, die da mitstehen. Das ist Mutter der Paradiesvögel, okay. Ja, nächster Boss auf jeden Fall. So gesehen, glaube ich, der vierte jetzt schon auch. Ja, erstmal würde ich sagen, die normalen Paradiesvögel auf jeden Fall. Muss erstmal wieder reinkommen. Ja, Doppelangriff auf jeden Fall auf den Paradiesvogel B erstmal so. Muss natürlich immer schauen. Pfeilhagel ist natürlich auch nice von Tomoya. Aber erstmal Doppelangriff auf den einen. Da hauen wir erstmal die kleinen Platten, würde ich sagen. Und dann greifen wir natürlich die Mutter an. Oha, Tomoya direkt. Krass. So weit und so schnell runter. Das ist mal richtig krass gerade. Ich muss natürlich erstmal schauen. Heiliges Kreuz haben wir 24 Mal sogar. Dann würde ich eigentlich schon sagen, ja, mit Doppelangriff erstmal einmal weiter. Wo Shuna kann natürlich gleich noch heilen. Zum Glück haben wir so viel Heilige Kreuze und so. Ja, wo Shuna auf jeden Fall glaube ich gleich dran. Ich glaube, der wird gar nicht so einfach, wie ich es mir gerade so vorstelle. Ja, Schutz könnte man hier natürlich auch noch einsetzen im Menü, sehe ich gerade unten. Ich würde sagen, aber erstmal natürlich Wunderheilung auf Roshuna. Und erstmal den anderen Paradiesvogel A erstmal weghauen, oder? Ja, erstmal mit Doppelangriff drauf. Ja, wenn die beiden schon mal weg sind, die ziehen dann auch nichts mehr ab und so. Da ist dann nur der große Boss in dem Sinne, die Mutter hier. Ja, da wäre glaube ich sehr, sehr schwierig. Direkt Heilung, würde ich sagen, Elyse als erstes. Doppelangriff weiter auf den Vogel. Mit Tomoya bin ich gerade überlegen. Könnte man natürlich auch nochmal Elixier auf Roshuna oder so machen. Mach ich auf Roshuna mal Elixier. Lieber erstmal ein bisschen heilen nebenbei. Dann müsste der kleine Vogel auf jeden Fall gleich weg sein. Ja, krass, Tomoya wieder fast down. Und wieder down, okay. Das ist auf jeden Fall ein krasser Kampf. Würde ich sagen, direkt erstmal natürlich Tomoya wieder beleben. Ja, Doppelangriff, weiter auf ihn da. Auf den Kleinen. Dann soll der Kleine, glaube ich, gleich. Ja, der ist auf jeden Fall schon mal weg, okay.
Das heißt, jetzt haben wir nur noch die Mutter, aber die zieht da auch ganz schön viel ab, ne? Das könnte gefährlich werden hier im Kampf. Ja, ich würde sagen, angreifen und Elysia kann natürlich immer dann schön heilen. Schauen wir mal, ob das so klappt. Könnte schwierig werden. Ein paar Items haben wir noch mit, Gegenstände und so. Wo wir natürlich auch gruppenmäßig heilen können. Mit dem Geleo Royale und so können wir natürlich auch heilen. Ja, jetzt zieht er zumindest nicht mehr ganz so viel ab. Zumindest die anderen Kleinen sind dann weg und so. Wunderheilung natürlich und weiter drauf, oder? Ich sage immer schön nebenbei drauf und mit Elysia ein bisschen heilen. Ja, dann soll das eigentlich normalerweise klappen, so wie die anderen Bosse. Ich würde sagen, ja, Wunderheilung, Roshuna. Und natürlich Doppelangriff. Ja, ich würde sagen, die Taktik mache ich erstmal so weiter. Immer ein bisschen heilen und mit den anderen beiden schön draufhauen. Und natürlich nur schauen mit der MP, dass ich da auch immer genug habe, ne? Ja, direkt Elysia und weiter drauf. Aber jetzt, wo die beiden kleinen Babys, die Babyvögel weg sind, ja, verlieren wir auf jeden Fall nicht mehr ganz so viel Energie. Aber trotzdem wohl noch hart, muss ich sagen. Ich würde sagen, erstmal drauf weiter, oder? Ja, erstmal mal da drauf. Auch mit Tomoya würde ich sagen, erstmal mal da drauf. So, jetzt haben wir MP bei Elysia zum Beispiel noch 3 von 45, würde ich sagen. Wenn wir eigentlich gleich mal so einen Trank oder so einsetzen, oder? Ja, die MP-Gabe haben wir natürlich auch noch. Ich würde sagen, normale Heilung. Erstmal auf Tomoya nochmal schnell. Dann muss ich mal kurz schauen, Wasserflasche hätte. Gelee Royal heilt alle MP. Dann würde ich sagen, einmal auf Elysia. Ja, und natürlich weiter drauf. Auf die Mutter hier. Ja, wie gesagt, der Kampf wird auf jeden Fall nicht easy. Man hat ja schon gemerkt, der letzte Boss war schon ein bisschen krasser, aber der ist auch hart hier. So, dann würde ich sagen, Wunderheilung, obwohl normale Heilung im Moment reicht natürlich auch. Ja, mit den anderen erst mal da drauf. Aber die MP werden auch bei den anderen gerade niedrig. Also muss gleich ein bisschen MP-Gabe einsetzen, oder? Sehen doch gerade, mein Twitch ist der Stream gerade wieder weg. Ja, aber wir zeichnen alles auf, das heißt, muss den Stream auf jeden Fall wieder schneiden und neu hochladen, so wie, ja, den vorletzten Part natürlich. Okay, erst mal da drauf, Ruhe bewahren. Ich möchte natürlich nicht sterben hier im Kampf. MP-Gabe würde ich sagen, erst auf Roshuna. Aber jetzt ist er wieder da, der Stream. Also ich kann okay. Ja, muss ich den Part halt wieder schneiden. Ich weiß nicht, wie lange das war. Also bei mir war nichts weg, schrieb Triso. Okay. Ja, der war hier kurz auf Rot eben. Müsste ich sonst schauen. Auf jeden Fall, wenn ich, bevor ich den schneide und so. Auf jeden Fall war er hier gerade eben auf Rot. Ich würde sagen, erstmal mal da drauf, oder? Die Frage ist, MP-Gabe auf Tomoya müsste natürlich auch nochmal, oder? Muss die MP natürlich auch im Blick behalten. Ja, das ist immer ärgerlich. Ich muss immer ganz rüber schauen erst und sehe das auch nur so halb immer. Aber er war eben auf Rot. Ich habe natürlich diesen, ja, den Abbruchmanager bei Twitch eingestellt. Also 90 Sekunden kann sein, dass es, ja, für die ersten 90 Sekunden geht das natürlich eigentlich teilweise immer weiter. Also diesen Abbruchmanager. Aber, ja, wenn jetzt ein paar Sekunden fehlen, ist natürlich auch ärgerlich. Muss natürlich dann trotzdem gestritten werden, so. Der erste natürlich schon weiter drauf. Würde ich sagen, oder? Ich sehe gerade, müsste natürlich auch mal schauen. Heilen alle HP von allen Verbündeten haben wir noch. Würde ich sagen, setz dich mal ein, die Versorgungskiste, oder? Das passt jetzt gerade, die haben alle drei ein bisschen weniger Energie. Ja, somit wieder volle Energie. Heiß weiter drauf.
Ich würde sagen, kleine Heilung auf Roshuna einmal. Ja, irgendwann mit der Taktik werden wir natürlich irgendwann schaffen in dem Sinne. Aber ich denke mal, der hat auch wieder so wie die anderen Bosse natürlich sehr viel Energie. Das wird ein bisschen dauern, bis wir den Plan haben hier. Okay, jetzt muss ich schauen. Und das ist ja die MP heilen. Ich könnte eigentlich mit Elysia mal angreifen. Und MP-Gabe einmal, ja, Roshuna und sogar Komoya würde ich jetzt sagen auch nochmal, oder? Okay. Sieht natürlich direkt wieder so viel ab, oder? Kann nicht sein, oder? Auf jeden Fall harter Boss, muss ich sagen. Ja, erst mal dann drauf mit den anderen, würde ich sagen. Müsste Elysia nur wieder Busche heilen immer. Und Gegenstände haben wir zum Glück auch ganz schön viel mit. Das heißt, es sollte schon passen eigentlich. Ich würde sagen Wunderheilung Elysia. Und Doppelangriff weiter drauf mit den anderen hier. Ich muss auch wieder an der Stelle sagen, die Mucke im Kampf ist doch schon geil. Und wir haben ihn sogar, nice. Mutter der Paradiesvögel wurde besiegt. Ja krass, ich dachte der Kampf geht jetzt so ein bisschen länger. Aber wir haben ihn auf jeden Fall. Das ist natürlich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Elysia fast Level Up sogar. Roshuna auch bald wieder, Tomoya auch über die Hälfte. Das ist natürlich sehr geil. 20G Versorgungsbeutel, Versorgungskiste haben wir auch sogar wieder zurück. Ja, somit die Mutter... der Vögel hier auf jeden Fall, der Paradiesvögel geschafft. Wir sind schon echt tief gesunken. Von Überlebenskünstlern zu Tiermördern. Und alles nur, um mit Raphael reden zu können, um uns von ihm Informationen über die Zombies geben zu lassen. Ich habe mich noch nie so schlecht nach einem Kampf gefühlt. Selbst wenn wir eines Tages die Zombies los sind, die Opfer... die es auf diesen Weg gegeben hat, werden es niemals wirklich rechtfertigen. Erst recht nicht, wenn wir schon unschuldige Wesen mit hineinziehen. Sieh mal, Mama, hier liegt eine Feder, die der große Vogel verloren hat. Hey, du hältst eine Paradiesvogelfeder. Zeige sie den Wachen vor Schloss Traumstein, um deinen Sieg über die Paradiesvögel zu beweisen. Sehr gut, Schatz. Dann zeigen wir die den Schlosswachen, damit sie uns glauben, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Ja, ich bin schon gespannt, wie das weitergeht und so. Dann los. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, noch länger hier zu verweilen. Hi. Ja, gehen wir zurück zum Schloss Traumstein. Moment, da oben in der Mitte, da kann man jetzt nichts irgendwie machen. Das ist das Uhrenberg irgendwie. Na, das nenne ich doch mal eine interessante Wendung. Die lache übrigens immer sehr, sehr cool. Weiß, der Raphael taucht wieder auf anscheinend. Ah, so brav und gehorsam sind diese Menschen also, wenn sie für meine Befehle schon Straftaten ausüben. Bin gespannt, was das Volk sagen wird, wenn sie erfahren, dass drei Menschen die vom Ausstreben bedrohten Paradiesvögel vernichtet haben. Vom Aussterben soll es, glaube ich, heißen, oder? Da steht Ausstreben bedrohten. Soll es Aussterben heißen? Ich glaube, das heißt, sollte Aussterben heißen, oder? Naja, kann mir ja mal. Kann ja egal sein. Wichtig ist nur, dass sie mir dabei geholfen haben, meinen Plan voranzutreiben. Da bin ich ihnen ja schon fast dankbar, aber auch nur fast. Okay. Wieso schreibt noch ja aussterben? Ah, okay, da stand ausstreben nämlich. Ah, da war es ein kleiner Schreibfehler, okay. Diese drei Menschen sind das geringste Problem. Die werde ich schon los. Das viel größere Übel könnte sie werden. Aber ich habe doch schon eine Idee. Oh. Wie auch immer, ein Schritt wäre geschafft. Bleiben also noch zwei weitere Schritte zu meinem Ziel. Es wird Zeit.
Am besten gehe ich zum Schloss zurück und treffe die letzten Vorkehrungen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall interessant. Das heißt, einmal zurück. Ja, gehe zurück zum Schloss Traumstand im Osten von Heaven City und zeige den Wachen die Paradiesvogelfehler. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Das heißt, eigentlich haben wir anscheinend eine Straftat begangen, da die vom Aussterben bedroht sind irgendwie. Was er gerade meinte, irgendwie, da müssen wir eigentlich noch recht durch. Aber ich muss sagen, Heaven City, die Mucke auch hier in der Stadt, ist eigentlich auch geil, oder? Sehr cool umgesetzt. Ja, passt dann zu dieser luxuriösen Stadt. Also einmal schon hoch. Ja, dann schnuppern wir mal hier bei den Wachen einmal. Hier, bitte sehr. Elisa zeigt die Fehler vor, die von der Paradiesvogelmutter fallen gelassen wurde. Aber das ist ja eine Paradiesvogelfehler. Und eine ziemlich große noch dazu. Und? Reicht euch das als Beweis? Oder hätten die Herrschaften lieber gleich den Kopf des Riesenvogels gesehen? Nun. Ja, ich denke, das genügt. Ihr habt die Aufgabe erfolgreich bestanden. Fühlt euch geehrt, die ersten Menschen der Geschichte zu sein, die diesen Ort betreten dürfen. Ihre Hoheit Scarlet erwartet sie bereits. Lasst ihn nicht zu lange warten. Vielen Dank, dann gehen wir jetzt rein. Nach all den Strapazen ist es nur ein kleiner Trost, diese Bruchbude betreten zu dürfen. Bruchbude? Naja, eine Bruchbude würde ich jetzt nicht sagen. Sieht doch eigentlich schick aus hier, oder? Schloss Traumstein. Eigentlich ja recht cool. Somit hätten wir jetzt sogar Kapitel 6, das Geheimnis des Erzengels. Nice, hört sich schon mal sehr cool an. Das heißt, Traumstein Foyer. Im Foyer sind wir jetzt, okay. Und boah, schaut mal, was für ein schönes Schloss. Ja, es ist eindrucksvoll. Eines muss man den Engeln schon lassen, um sie wissen, wie man Gebäude baut. Ich würde sagen, für den Anfangsbereich hier, der Eingangsbereich, sieht das schon mal recht nice aus, oder? Na sowas, welche Überraschung. Herzlich willkommen im Schloss Traumstein. Guten Tag, mein Name ist Elysia. Die beiden Menschen hinter mir heißen Roshuna und Tomoya. Wir sind hier bei... Ja, ich weiß bereits Bescheid. Die Torwächter haben mir gesagt, dass ihr Menschen ein Gespräch mit seiner Hoheit Scarlet ersucht, stimmt's? Ihr habt Glück, er erwartet euch bereits. Er erwartet uns? Ich dachte, der Erzengel sei auf Geschäftsreise. Nun, ja. Sicher, er müsste jeden Augenblick wiederkommen. Wir haben extra ein Gästezimmer für euch hergerichtet, in dem ihr es euch bequem machen könnt, bis zu seiner Rückkehr. Okay. Ein Gästezimmer? Das klingt toll, ich bin schon ganz müde. Freut mich, ich führe euch ins Gästezimmer. Moment mal. Gibt es ein Problem, verehrte Gäste? Allerdings, erst hieß es, der Erzengel sei auf Geschäftsreise. Dann meintest du, er würde uns erwarten. Und jetzt heißt es wieder, dass er gleich zurückkommen würde. Er hört sich schon komisch an eigentlich. Ne? Das ergibt keinen Sinn. Was wird hier gespielt? Raus mit der Sprache. Ich kann euch versichern, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wenn ihr mir nun bitte folgen würdet. Moja, setzen Sie doch nicht so unter Druck. Wir sind, denke ich, alle etwas erschöpft. Sowohl wir, als auch die Wachen in diesem Schloss. Warten wir erstmal im Gästezimmer auf Raphael. Dann werden wir sicher alle Fragen klären. Und meinetwegen. Bitte hier entlang. Okay, schauen wir mal, mit dem Gästezimmer bin ich auch mal gespannt. Ja, hat Tomoya eigentlich recht. Sie sagte, eigentlich ist er, werden wir erwartet und dies und das und... Ah! Schauen wir erstmal weiter.
Was? Wir wollen jetzt eingesperrt oder wie? Aber was? Warum? Ich meine, was hat das zu bedeuten? Wieso sind wir jetzt eingesperrt worden? So, das sollte reichen. Mama, das sieht irgendwie nicht wie ein Gästezimmer aus. Hora, hora, hora. Ey, was soll das? Warum sperrst du uns ins Gefängnis? Geht's noch? Hol uns sofort hier raus. Gewalt bringt nichts. Das Gitter besteht aus Engeleisen. Ungefähr vergleichbar mit einem Diamanten. So. Du Dreckiges. Ich wusste, dass da was faul ist. War das von Anfang an geplant, uns einzusperren? Warum sperrt ihr uns ein? Wir haben nichts Verbotenes getan. Wir sind zwar Menschen, aber wir kommen in friedlicher Absicht. Alles, was wir möchten, ist, mit Raphael Scarlet zu reden. In friedlicher Absicht? Von wegen. Ihr habt Hochverrat am Himmelsreich begangen. Okay. Hochverrat? Allerdings, ihr habt soeben die Mutter der Paradiesvögel im Uhrenturm ermordet. Mitsamt ihrer Kinder. Okay. Ja, zufälligerweise war dies die Voraussetzung, dieses dämliche Schloss betreten zu dürfen. Das muss ein Irrtum sein. Unsere Torwächter von dem Schloss meinten soeben, ihr hättet sie manipuliert und erpresst. Okay. ihr seid hier eingebrochen, um unseren Erzengel zu stürzen und unsere hiesige Tierwelt auszurotten. Dies waren ihre Worte. Okay. Ja, ich denke mal, der Erzengel hier ist, glaube ich, ein Fake, kann das sein? Ja, schauen wir erst an der Story weiter. Das ist eine Lüge. Sehen wir wie Erpresser aus? Oh, hier ist wohl die Lage nicht bewusst. Paradiesvögel stehen unter Naturschutz. Sie sind vom Aussterben bedroht. Und ihre Mutter legt nur einmal alle 600 Jahre Eier. Oha. Nicht gut, würde ich sagen, oder? Das Blutbad, das ihr im Uhrenturm angerichtet habt, leitet wohl jetzt endgültig das Ende dieser Spezies ein. War es das wert? Bitte hören Sie uns zu, es stimmt schon. Wir haben die Paradiesvögel besiegt. Aber dies geschah keineswegs unter bösen Absichten. Die Wachen teilten uns mit, dass die Vögel schädlich seien. Wir wussten nicht, dass die Vögel so wichtig sind. Wir wollten nur mit Raphael reden. Ich fürchte, eure Morde sind hier nichts wert. Ihr seid von nun an vogelfrei. Das heißt, unser Gesetz schützt euch nicht mehr. Ihr habt also genug Zeit, in dieser Zelle eure Taten zu bereuen. Ja, der Mord war anscheinend reingelegt vom Raphael, oder in dem Sinne. Ha, ihr falschen Schlangen, ihr Engeln seid alle nur dreckiger Abschaum. Das war doch von Anfang an ein abgekartetes Spiel, das sich dieser feige Dreckskerl Raphael ausgedacht hat, stimmt's? Und von wegen heilige Beschützer. Wenn wir hier raus sind, reiße ich euch jeden am Flügel einzeln raus. Aus. Okay. Oh, Moja, hör auf. Du machst es doch nur schlimmer. Tut mir leid, aber ich bin einfach nur wütend. Diese verdammten Engel haben uns von Anfang an nur an der Nase herumgeführt. Sie hatten nie vor, uns zu helfen. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Warum sollten sie wollen, dass wir die Paradiesvögel töten, nur um uns diese Tat anschließend als Straftat vorzutischen? Ich frage mich wirklich, was Raphael vorhat und welche Rolle wir in dieser Geschichte spielen. Mama, was wird jetzt aus uns? Keine Sorge, Liebling, wir kommen hier schon irgendwie raus. Wir müssen einfach. Ja, spätestens jetzt habe ich ein Hühnchen. Nein, ein Vogel mit Raphael zu rupfen. Der wird sich wünschen, sich nie mit uns angelegt zu haben, dieser Dreckskerl. Nichts wie raus aus dieser Zelle. Hi.
Ja, Frage ist natürlich wie, ne? Ja, wir kommen hier schon irgendwie raus, aber nur, wenn du dich beruhigst, mein Lieber. Sonst kupfert Roshuda noch die Schimpfwörter ab, die du so von dir gibst. Glaub mir aber mal, ich kenne da viel schlimmere Schimpfwörter als die von Papa. Ja, das heißt, wir wurden eingesperrt, okay. Aber finde einen Weg aus der Zelle. Ja, krass eigentlich. Das heißt, wir wurden auf jeden Fall reingelegt vom Raphael, was natürlich heftig ist. Irgendwie hatte ich aber schon so eine Vermutung irgendwie, dass er so ein Fake ist. Das hatte ich irgendwie, ja, eigentlich so die ganze Zeit schon im Gefühl, so ein bisschen. Hier haben wir sogar tatsächlich schon Riss. Wollte eigentlich nur mal kurz schauen. Hier ist ein Spalt in der Wand. Möchtest du denn durchgehen? Moment, nee, erstmal noch nicht. Ich wollte erstmal kurz schauen. Mehr ist ja nicht in der Zelle, oder? Außer die Betten. Schlafen können wir hier sogar. Ja, dann müssen wir einmal schlafen und ausruhen. Und mal wenigstens alles wieder aufgefüllt. Eine Nacht in der Zelle gepennt. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal durch. Okay, passt sogar komplett durch dann. Seht mal, scheinbar sind wir nicht die Ersten, die einen Fluchtversuch aus dieser Zelle waren. Dann sollten wir demjenigen danken, der diesen Tunnel gegraben hat. Ja, liegt sogar eine Spitzhacke da. Daran sieht man aber mal wieder, wie dämlich diese Engel eigentlich sind, wenn sie diesen Spalt in der Wand nie bemerkt haben. Hi. Nutzen wir die Chance zur Flucht, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Ja, schauen wir mal. Erstmal natürlich hier. Ja, da liegt da die Spitzhacke sogar. Und hier so ein Brief, glaube ich, so. Ja, nach Monaten des Grabens habe ich es endlich geschafft, aus dieser Zelle zu fliehen. Jetzt muss ich mich nur noch irgendwie an den Wachen vorbeischleichen. Ich werde diesen Tunnel auch für zukünftige Gefangene offen lassen. Wenn du das hier liest, bist du wahrscheinlich einer von ihnen. Okay. Dann rechts übrigens läuft wieder so eine Ratte oder eine Maus oder so, sehe ich die ganze Zeit auch. Hier oben ist jetzt dann nichts, wenn ich da mal kurz schaue. Dann müssen wir, glaube ich, sogar die Ratte, die Maus, die Ratte hier besiegen anscheinend. Ja, zwei aggressive Ratten, okay. Da haben wir Platz, die machen wir natürlich direkt Platz hier sogar. Mit Messerwurf natürlich bei Roshuda und bei Tomoya natürlich Pfeilhagel haben wir da erlernt. Dann greifen wir natürlich immer schon mehrere Gegner an. Ja, was natürlich sehr, sehr cool ist. Ja, sogar direkt besiegt die beiden, okay. Und bald sogar wieder Level up, no. Also schauen wir direkt runter, mal. Ja, dann sind wir da bei dem Riss rausgekommen, okay. Und da ist wieder so eine Ratte. Also ich warte mal kurz. Ja, dann gehe ich hier einmal so schnell durch. Müssen wir die Ratte nicht bekämpfen. Hier sind noch so ein paar Kisten, so Obst, Äpfel und so, sehe ich da gerade. Okay, das heißt, wir sind auf jeden Fall zumindest rausgekommen aus der Zelle. Und hier sind sogar noch ein paar Engel eingesperrt. Tür ist fest verriegelt, okay. Ja, eigentlich schade die beiden da. Auf jeden Fall trotzdem nice. Okay, und hier haben wir schon eine Wache anscheinend. Lässt sie uns überhaupt hier durch? Das ist natürlich die Frage. Der war klar. Was zum... Wie seid ihr bitte aus der Zelle entkommen? Tja, vielleicht hättet ihr Pfosten mal die Zelle renovieren sollen. Wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, wir haben eine Verabredung mit dem Erzengel. Auf keinen Fall, das lasse ich nicht zu. Ergebt euch, auf der Stelle. Dann fürchte ich, dass wir nicht mehr auf eine Wellenlänge kommen, Frau Wachmeisterin. Ja, das heißt direkt Kampf. Engel ist aufgetaucht. Also das erste Mal sogar ein Engel ans Kampf hier, so. Sieht aber auch nice aus, muss ich sagen. Ja, würde ich sagen, direkt drauf mit Doppelangriff natürlich. Erstmal ist er ein Gegner. Ich meine, bei allen drei natürlich. Ich denke mal nicht, dass sie jetzt zu schwierig wären. Aber sehr, sehr cool, wie gesagt, neuer Gegner. Erstmal gegen Engel hier sogar, okay.
Ja, ich bin schon gespannt, wie es natürlich gleich weitergeht und so. Aber auf jeden Fall schon mal sehr cool umgesetzt alles. Ja, somit haben wir die Wachmeisterin. Und Elysia bald sogar Level ab. Aber hier haben wir sogar noch Sachen, die da liegen, ne? Aber geht noch weiter mit der Story, okay. Na super, spätestens jetzt haben sie einen Grund, uns für vogelfrei zu erklären. Wie konnte das nur so schnell eskalieren? Wir haben doch bislang nur gegen Zombies gekämpft. Und jetzt haben wir uns das gesamte Himmelsreich zum Feind gemacht, weil wir gegen Vögel und Engel gekämpft haben. Noch ist nicht aller Tage Abend. Der kleine Zwischenfall hier unten sollte von niemandem bemerkt worden sein. Hi. Ja, hoffentlich hast du recht. Also dann kämpfen wir uns zu Raphael durch. Erreiche das oberste Stockwerk des Schlosses und statte dem Erzengel einen Besuch ab. Okay. Da ist ganz da oben hoch. Ja, hier ist aber noch irgendwas. Okay, eine Liste mit Namen von Gefangenen. Okay. Das wollte ich eigentlich nochmal schnell schauen. Ich glaube, mehr ist hier nicht, oder? Dann würde ich sagen, schauen wir natürlich direkt weiter. Und speichern können wir übrigens auch. Hier haben wir noch, scheint eine Art Archiv zu sein, okay. Ja, speichern können wir natürlich direkt, haben wir glaube ich auch schon länger nicht. Wir haben auch schon sogar über neun Stunden jetzt in dem Let's Play natürlich hinter uns. Denken wir, da wird mir schon noch einiges auf uns zukommen. Ja, zum Beispiel der Vulkan, was wir noch wissen im Hintergrund, da er auch noch ist und so. Okay, Schloss Traubenstein Feuer. Also jetzt sind wir da rechts wieder. Jetzt können wir hier wenigstens ganz gemütlich alles im Busche erkunden in dem Sinne. Statue hier. Auch sehr cool gemacht, der Eingangsbereich, oder? Hier können wir rein und da oben. In der Mitte ist eine Wache, sehe ich gerade. Schauen wir mal kurz hier. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Okay. Das heißt, wir müssen oben in der Mitte zur Wache anscheinend, oder? Aber... ja, ich schaue natürlich immer erst überall. Rennen kann ich auf jeden Fall nicht. Weil es keine Truhe oder so versteckt. Okay. Dann würde ich sagen, direkt hier zur Wache hin. Nanu, ihr seid doch die Gefangenen, oder? Wie zur Hölle seid ihr entkommen? Wir verraten es dir, wenn du uns durchlässt. Niemals. Ihr kommt jetzt sofort mit mir. Ihr seid verhaftet. Danke, aber nein, danke. Ja, das heißt, der nächste Engel, die nächste Wache, die wir auf jeden Fall platt machen. Direkt mit Doppelangriff, die Attacke ist im Moment eigentlich ganz sinnvoll, da es nur ein Gegner ist. Ja, dann schauen wir mal, wie das noch wert alles auch mit dem, ja, Raphael und so. Erstmal müssen wir natürlich schauen, dass wir zu ihm hinkommen und so. Oh krass, Elysia gerade fast down. Gar nicht gut. So eine normale Wache, eine Engelswache, zieht uns hier so viel Energie ab. Das ist natürlich auch krass. Und fast Level up. Okay, das heißt, ich würde sagen, erstmal ja, kurze Elixier einsatz, oder? Zumindest auf Elysia würde ich sagen, setze ich Elixier ein. Diese schreibt noch, Pfeilhagel ist eigentlich besser als Doppelangriff bei Tomoya. Ah, okay. Also auch wenn er ein Gegner ist, ist das dann besser, okay. Muss ich mir natürlich merken. Haben wir hier, na super. Hier wimmelt es ja nur so von Engeln. Anscheinend, okay. Links war schon einer zu sehen. Vielleicht haben wir Glück und das Gerücht um uns hat sich noch nicht allzu stark verbreitet. Wir sollten uns möglichst unauffällig durch die Gänge bewegen. Ich vermute mal, Raphael befindet sich im Thronsaal. Der ist sicher im obersten Stockwerk. Ja, das heißt, schön schillig gleich durch die Gänge, durch die Wege und so. Und woher willst du das wissen? Weibliche Intuition. Okay. Ja, rennen kann ich natürlich nicht, das ist ja wieder so eine Art Dungeon in dem Sinne. Ich glaube, da in der Mitte müssen wir durch, oder? Schauen wir erstmal hier rechts, da sehe ich gerade. Ist eine Kiste auch. Aber es scheint so ein Lager zu sein, Waffenlager. Hier Rüstungskammer. Und hier sind auch so Helme und so. Ja, Schwerter und Rüstung und so.
Schauen wir mal erstmal, ich würde sagen, rechts rum. Und dann kommt natürlich erstmal hier die Ebene. Da steht noch jemand. Ist jemand am Essen irgendwo, oder? Ah, das ist die Küche, glaube ich. Die Schlossküche, denke ich mal, oder? Soll das sein? Schauen wir erstmal um. Wollt ihr euch zu mir setzen? Ja, ein bisschen Hunger, ein bisschen Futter können wir natürlich auch gerne nebenbei. Auch heute werde ich wieder ein köstliches Mahl für unseren Erzengel zaubern. Ja, das heißt, das sind alles schön friedliche Engel hier im Moment. Kann man mit denen auch schnacken oder greifen die an? Dann kann man ganz normal schnacken mit den allen. Bitte stört mich nicht, ich denke gerade nach. Okay. Dann schauen wir natürlich auch die anderen Räume hier. Das sind auch. Das ist, glaube ich, sogar so eine Art Gastzimmer hier, oder? Mit Schlüssel sogar, okay. Das heißt, wir brauchen hier irgendwo einen Schlüssel. Hier haben wir noch eine Karte des Himmelsreichs. Auch nice. Ja, ich denke mal, der Engel da in der Mitte, die Wache, die werden uns auf jeden Fall angreifen, die anderen aber anscheinend alle nicht. Das ist schon mal sehr gut. Bei ihm hier bin ich mir nicht sicher, schauen wir mal. Anscheinend sollen diese Hochverräter aus dem Kerker entkommen sein. Wisst ihr vielleicht, wo sie sein könnten? Ich würde sagen, nö, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo die hin sind. Unleserliche Notizen. Okay. Das ist so eine Art Chefsessel, Thronsaal, in dem Sinne. So ein Sekretariat, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, dann schauen wir natürlich direkt hier zu der Mache. Ich denke mal, die werden uns gleich angreifen. Nanu, Eindringlinge, wachen, ich brauche Verstärkung. Ja, sag ich doch. Also alle, die so gekleidet sind, scheinen dann auf jeden Fall Gegner zu sein und ja, werden auch uns auf jeden Fall angreifen. Heilung würde ich sagen, normale Heilung, einmal pro Schuma. Und Messerwurf natürlich und Tomoya sagte Trise am Chat. Ja, einmal Pfeilhagel. Jetzt sind das ja eh zwei Gegner. Also auch das nächste Mal, wenn nur einer ist, würde ich sagen, direkt dann mit Pfeilhagel drauf. Okay, zumindest Energie gefüllt wieder bei Roshunau. Dann normale Heilung natürlich direkt auf Tomoya hinterher. Ja, und natürlich Messerwurf und Pfeilhagel. Mit den anderen beiden. Ja, ich denke mal, der Schlüssel, den wir haben, der ist bestimmt für die Tür. Also wenn wir die Wachen hier gleich platt haben, hauen wir mit Doppelangriff drauf. Zumindest bei Elysia. Ja, der Schlüssel, kann mir jetzt nur denken, müsste eigentlich für die Tür dann sein. Und direkt besiegt. Und Levelaufstieg bei Elysia auf jeden Fall. Wo schon da sogar aufpasst, oh. Ja, Frage ist, hat sie eine neue Fähigkeit? Das muss ich mal kurz schauen. Doppelangriff, dreifacher Angriff hat sie jetzt. Nice, schlägt dreimal auf einen Gegner ein. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Ja, spätestens im Kampf wäre mir das natürlich aufgefallen. Und der Schlüssel wird verwendet, um die Tür zu öffnen. Okay. Ja, sag ich doch, der Schlüssel ist dafür gedacht. Rechts im Kamin. Irgendwie was am Blinken da irgendwie. Ja, schauen wir natürlich erstmal gleich überall hin. Die obere Etage sieht schon mal auch sehr cool aus hier. Mit dem Teppich vor allem. Verflucht, wir haben die Türen abgeschlossen, um zu verhindern, dass die Hochverräter den Thronsaal erreichen. Aber jetzt habe ich den Schlüssel verloren. Er muss hier noch irgendwo liegen. Das heißt, hier müssen wir auch erst einen Schlüssel finden, okay. Ja, schauen wir natürlich erstmal wie gewohnt, überall erstmal so ein bisschen rum. Hier zum Beispiel zum Kamin. Hier haben wir sogar direkt den Schlüssel, nice. Ja, gut, dass ich da sogar direkt hingeschaut habe. Aber wir schauen natürlich links, schauen wir auch nochmal rum, bevor wir jetzt hier die Wache da angreifen. Ja, schauen wir erstmal hier natürlich auch nochmal. Hier da oben ist schon mal nichts. Aber hier. Sieht fast so aus wie so eine Bücherei, würde ich jetzt sagen.
Wo war noch gleich das Buch über die Götterwiege? Oh, ja, keine Ahnung, würde ich sagen. Unleserliche Notiz, okay. Und hier ist auch so ein Buch. Die Chroniken der Götterwiege. So heißt dieses Buch. Okay. Ja, sieht fast aus wie so eine Bücherei, würde ich sagen. Der Raum. Dann können wir eigentlich auch sogar direkt zur Wache hier. Wachen! Ich habe sie gefunden. Bis hier und nicht weiter. Okay. Ja, Mauer platt, wieder zwei natürlich direkt. Die hauen wir weg. Jetzt können wir auf jeden Fall den Dreifachangriff direkt mal testen, würde ich sagen. Mal auf Engel A. Ja, hier ein Messerwurf und mit Tomoya natürlich Pfeilhagel. Auf jeden Fall sehr cool. Besser als natürlich der Doppelangriff. Zieht einmal mehr Schaden ab in dem Solo. 1, 2, 3, okay. Nice. Aber meistens muss ich Elisa irgendwie jetzt natürlich zum Heilen verwenden. Was? Die Gegner heilen sich auch. Das ist natürlich gar nicht gut. Ich würde sagen, erstmal Tomoya heilen. Krass, die hat sich sogar direkt geheilt hier. Das ist nicht gut. Ich bin sogar einmal daneben gehauen gerade. Und heilen sich schon wieder, kann nicht sein. Das kann ein bisschen schwieriger werden, würde ich sagen, oder? Ja, und er ist auch schon weiter drauf natürlich nebenbei. Zumindest die eine Waffe hat sie ja nicht geheilt. Das ist eigentlich ärgerlich, wenn sie sich immer heilen. Also, wir heilen uns natürlich auch, aber... Beim Gegner ist natürlich ärgerlich dann so. Ja, erstmal Messerwurf, Peilhagel. Bin wir da drauf. Yes, zumindest der eine Engel ist weg. Und geschafft sogar, obwohl sie sich zweimal geheilt hat. Oshuna sogar auch Level ab. Ich bin mal gespannt, ob da eine neue Fähigkeit ja, verfügbar ist. Schauen wir mal kurz. Wäre auch dreifacher Angriff. Ja, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, die beiden Charaktere sind jetzt natürlich schon mal ein bisschen besser von den Techniken, beziehungsweise von den Fähigkeiten. Der Schlüssel wird verwendet, um die Tür zu öffnen. Okay. Das heißt, Schloss Traumschein, drittes Obergeschoss, genau. Okay. Muss immer ab und zu auf die Uhr schauen. Okay. Ja, passt eigentlich im Moment alles noch zum. In diesem Part würde ich jetzt sagen, oder? Okay, was haben wir? Hier ist wieder ein Schlüssel, okay. Auch nice eigentlich der Raum. Ich denke mal, dass es so eine Art Besprechungsraum sein soll. Aber hier ist sogar auch noch jemand. Auf dem Bett hier. Am Pennen können wir hier auch schlafen. Ja, anscheinend nicht, oder? Schade, schade. Das hätte ich gesagt, heilen wir uns nochmal schnell. Ja, oben in der Mitte gehe ich natürlich gleich durch. Erstmal schauen wir hier. Ich glaube aber nicht, dass hier irgendwas Wertvolles ist. Hier haben wir so eine Puppe. So eine Figur. Ja, schade, schade, dass wir uns nicht in die Betten legen können. Jetzt hätte ich gesagt, Heidelwurst ist natürlich direkt. Hier geht auch nicht noch, ne. Ich habe das Feuer ist warm und angenehm. Ja, würde ich sagen, schauen wir direkt durch und können jetzt natürlich hier direkt zur Wache. Weiß ich, denke mal, das ist der nächste Kampf. Halt, stopp! Ihr werdet ganz sicher nicht in den nicht den Thronsaal betreten. Okay, Engel ist aufgehört. Diesmal sogar drei Stück auf einmal. Ja, würde ich sagen, schauen wir natürlich direkt. Super, jetzt muss ich schauen, dass wir erstmal so ein bisschen die MP heilen, oder? Wir haben eine Wasserflasche zum Beispiel 20% aber nur noch. Bei HP, bin ich ein Timothy. Wir hätten da 40 HP und BP. Große Wasserflasche. Aber immer nur eine Person.
Sehen noch, Treso schreibt noch, da war noch eine Truhe oben links. Habe ich gar nicht gesehen. Können wir natürlich gleich mal hinschauen. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Okay. Dann sage ich, nimm einmal Gelee Royal, zumindest auf Elysia, oder? Müssen alle so ein bisschen erstmal geheilt werden nebenbei. Hier würde ich sagen, Dreifachangriff oder Messerwurf. Messerwurf ist natürlich auch mehrere Personen. Trifft zwei zufällige. Machen wir Messerwurf. Ja, Tomoya auch am besten, würde ich sagen, Gelee Royal. Oshuna müsste eigentlich auch gleich Gelee Royal einmal haben. Hätte natürlich eben im Menü natürlich machen können, eigentlich normalerweise. Dann wären wir natürlich voll aufgelevelt reingekommen in den Kamm. Das ist natürlich ärgerlich. Nein! Oshuna direkt tot. Das ist nicht gut. Dann müssen wir natürlich direkt Heiliges Kreuz anwenden, ja. Ich würde sagen, erstmal heil, oder? Das ist gerade ärgerlich. Gelee Royal ist für MP, Elixier. Machen wir kurz Elixier auf Tomoya. Wieso schreibt noch beim Thronsaal kommt gleich eine Zwischensequenz. Davor kannst du ja den Part beenden. Ja, ich würde auch sagen, weil wir sind auch gleich ja, drinnen. In der Zeit, genau in der Zeit mit dem Part hier. Dann holen wir gleich noch schnell die Kiste. Okay, und so schauen, dass wir den Kampf hier natürlich heil überstehen. Nicht, dass wir hier noch sterben bei dem Kampf. Ärgerlich war jetzt, dass ich im Menü nicht geheilt habe. Wir sind da so reingekommen mit sehr wenig MP und so in den Kampf. Was eigentlich ärgerlich ist. Tomoya gerade wieder ganz schön weit runter. Und die da hinten heilt sie auch noch ohne Ende. Jetzt soll er Tomoya down. Ah, der Kampf ist krass, würde ich sagen, oder? Man natürlich direkt erstmal. Heiliges Kreuz, Tomoya. Ah, das ist schwierig. Der Kampf könnte krass werden hier, glaube ich. Und direkt Alex hier nochmal Oshuna. Ja, sind noch drei Engel. Heißt eine Art Zwischenboss, kann man schon fast sagen. So viel Energie, wie die abziehen hier. Ja, jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall drauf. Wohl mit Elysia? Ne, mit Elysia würde ich sagen, heilen. Die anderen können angreifen. Okay, jetzt habe ich hier natürlich ärgerlich. Keine MP mit Oshuna. Müsste ich sogar direkt nochmal Gelee Royal einsetzen. Aber mit Tomoya kann ich auf jeden Fall nochmal angreifen. Ja, schauen wir mal, der Kampf ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger gegen die drei. Und sie da hinten heilt sich ständig. Das ist ja auch nicht gut. Hier würde ich sagen, wie gesagt, Elysia immer so ein bisschen heilen. Die anderen können angreifen. Ja, mal eigentlich die Technik. Außer die da hinten links. Also der eine Engel, der heilt sich ja immer, der wird ein bisschen schwieriger noch. Immer so lang. Oh nö, jetzt werden die Fall auch noch geheilt. Das wäre nicht gut. Nochmal geheilt sogar. Oha. Das wäre glaube ich nicht so easy hier. Ja, Messerwurf drauf und Pfeilhagel hinterher. Müssen wir mal schauen, dass wir natürlich komplett sterben. Und Tomoya, nein. Direkt wieder down, kann ich sagen. Dann würde ich aber sagen, diesmal mache ich Heilung und Heiliges Kreuz. Nächste Runde müssen wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen angreifen. Aber er ist hart, der Kampf. Auf jeden Fall hart. Dann ist er wieder richtig weit runter. Ich würde sagen, auf Angriff gehe ich auf jeden Fall auch nochmal jetzt. Dann ist er kann er erstmal wieder heilen.
sehr, sehr gefährlich. Vor allem Elysia gerade in Roshuna. Und Moja jetzt auch. Das ist ärgerlich. Wunderheilung. Oder ihr macht dreifache Angriff auf den in der Mitte mal. Ja, Pfeilhagel natürlich hinterher. Und Elysia immer so ein bisschen heilen. Ja, aber zumindest den einen jetzt weg, das ist schon mal sehr gut. Ja, direkt meine heilen und die anderen natürlich am besten, würde ich sagen. Mach ich dreifache Angriff, auch Engel B. Müssen wir schauen, dass wir irgendwie überleben jetzt hier. Und yes, den zweiten haben wir auch geklappt. Ja, das erste Mal, dass so ein normaler Kampf ein bisschen schwieriger wird, oder? Aber wir schaffen es auf jeden Fall. Wunderheilung direkt von Moja nochmal. Ja, dreifacher Angriff und Pfeilhagel. Und yes, wir haben es geschafft auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr, sehr gut auf jeden Fall, oder? Von Moja sogar nochmal Levelaufstieg. Nice. Somit alle drei Charaktere auf Level 9. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal zu der Truhe, zu der Kiste. Habe ich gar nicht gesehen. Muss mal schauen. Ach doch, hier an der Ecke, nice. Ja krass, hätte ich normalerweise total übersehen. Da habe ich gar nicht so richtig hingeschaut. Ja, heilen könnte ich natürlich auch noch. Muss überlegen, wenn jetzt im Menü nochmal schnell heilen und so. Könnte man natürlich nochmal schnell machen hier an der Stelle. Müssen ja glaube ich alle geheilt werden, würde ich sagen. Zumindest so ein bisschen. Und die anderen Sachen, die meisten Sachen möchte ich eigentlich gar nicht verbrauchen. Alle verbinden. Ja, machen wir den einmal. Gelee Royal heilt auf jeden Fall MP, ne? Machen wir Elysia und Tomoya einmal. Ja, dann würde ich eigentlich so schon sagen, ja, machen wir hier an der Stelle natürlich erstmal eine Pause, auf jeden Fall 5 bis 10 Minuten. Ja, dann geht es zum nächsten Part auf jeden Fall weiter. Wir sind genau von der Zeit her eigentlich drin in dem Sinne. Ja, wie Tresor auch schon schrieb und so. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich auf jeden Fall hier auf Twitch natürlich und auf YouTube natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war natürlich euer Nobeldecker 86. Ja, und bis gleich dann.